Moin Leute, was geht? Da bin ich wieder, euer André oder auch Xerox. Heute mal mit was ganz Besonderem, nämlich ein Vlog. Valeria und ich sind heute auf einem Electric Callboy Konzert. Wir sind kleine Fans von denen, waren auch schon auf Konzerten von denen und freuen uns, die jetzt endlich mal wiederzusehen. Das ist sehr, sehr spontan. Und zwar so gestern, Schätzchen, die Karten kosten doch weniger. Wollen wir hingehen? Okay, ist auf. Ja, wir nehmen euch mit auf die Reise zum Konzert und was alles dort passiert, mal sehen. Ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Let's go. Ich bin übrigens auch regelmäßig live auf Twitch. Schaut gern vorbei. Link in der Videobeschreibung. Ehre. Ja, ich habe mir so gedacht, was kann man denn noch alles Schönes auf diesen Kanal hier bringen? Ich meine, wir haben ja jetzt schon viele, viele Jahre hier meine Schaffelei auf jeden Fall hier gesehen, meine Schaffel-Videos. Und ich dachte mir so, ach, wisst ihr was, so ein bisschen Vlog-technisch mal was zu machen, wenn Valeria und ich unterwegs sind oder generell mal so, dass wir euch ein bisschen auf die Reise mitnehmen. Ich glaube, das kann auch mal ganz interessant und lustig sein. Also wird in Zukunft, wenn es denn natürlich sich passt, auch ein paar Vlogs kommen. Ich denke, das ist eine ganz coole Sache. Und mal sehen. Ne, Valeria? Tja, nachdem wir jetzt gefühlt 500 Jahre einen Parkplatz gesucht haben, weil ja alles dicht ist, wirklich so alles, wir aber so einen Spezialplatz gefunden haben, wo wir eigentlich gleich das Gleiche hätten hinfahren sollen. Aber naja, das sieht man ja immer erst ein bisschen später, aber gut, man lernt daraus, würde ich sagen. Mal gucken, was uns jetzt darauf erwartet. Jetzt gehen wir erstmal zum Gelände und dann let's go. So, tja, nachdem wir ein wenig abgetastet wurden, haben die Karten erstmal ein bisschen rumgesponnen. Naja, aber jetzt hat sie Gott sei Dank die Karten auf dem Handy gehabt und dadurch sind wir reingekommen. Tja, wir wollten gerade da hingehen, aber wir wurden wieder zurückgesteckt. Wirklich geil. Es ist kein Witz. Wir mussten jetzt einmal wieder ganz hoch und einmal wieder ganz rumlaufen, weil diese Tür abgesperrt ist. Deswegen kommt man nicht rein. Genau. Weil diese Tür abgesperrt ist, muss man einmal rumherum laufen, 5 Kilometer laufen und dann auf die Toilette zu kommen. Richtig frech. Keine Ahnung, warum das so ist. Egal. Valeria geht nochmal auf Toilette und dann geht's los. Also wir haben herausgefunden, dass es wohl erstmal zwei Vorbands gibt. Mal sehen, wie die so sind. Wollt ihr so ein Stück weiter davon machen und dann mal sehen. Wird ein bisschen lauter hier, deswegen weiß ich nicht, wie viel davon noch verstehen. So, wir werden uns jetzt auf die Tribüne begeben, weil Valeria relativ klein ist und dadurch nicht viel sieht. Deswegen schauen wir uns das Ganze ein bisschen von der Tribüne weiter oben an. Mal sehen, was uns erwartet. Let's go. So, wir haben uns jetzt, wie gesagt, den Platz gesucht hier unten. Und ja, also wir chillen jetzt hier. Jetzt können wir auch viel besser sehen. Ich kann euch das gleich zeigen. Und jetzt würde ich sagen. Ich habe trotzdem Kopf vor der Nase, aber egal. Ja, aber trotzdem kannst du besser sehen. Ich zeige das mal. Wie ihr sehen könnt, deutlich besser und entspannter für uns. Ihr könnt auch besser sehen, let's go!
ich hätte der Kuschinski. Wo ist der Kuschinski? Mit Electric Callboy on Tour. Das ist mein 6. Konzert ever. Und jedes Mal sind die Leute, also ist generell Publikum Deutschland ist ja heftig, ne? Mandau, Castro, die Rauchen kommt. Kalle, Elektron, ja, das macht die Kinder froh. Muss man abtauchen, richtig halt in einen Schrauben. Gönnung ist die schwarze Kraft, kommt auf auf jeden Fall. Konzert? Ja, gutes Konzert. Wie war's? Bisschen Vergewaltigung, aber sonst gut. Wundervoll. Es ist dunkel in der Nacht. Der Mond scheint. Und Valeria ist ganz alleine mit mir unterwegs, dem André oder auch Xerox. Boah, jetzt erstmal richtig schön Gönnung. Für Valeria geil Mozzarella Sticks und für mich erstmal eine richtig geile Diabolo Pizza. Schön scharf. Ich mag scharf. Let's go. Oh, so, zu Hause angekommen. Oh, übel fertig, ey. Die Suppe lief und es war... Verschwitzt ohne Ende. Aber richtig, es war, das war schon was ganz Besonderes auf jeden Fall. Was sagst du, wie fandest du die Vorbands? Die erste Vorband hat relativ gut unterhalten. Also ich fand den einen Leadsänger, fand ich sympathisch. Also gerade wie er so ein paar Sprüche gemacht hat, wie die Leute so drauf sind, das war ganz nett. Zweite Vorband, Blind Channel, oh mein Gott, ich habe mich sehr gefreut, dass die da waren, weil ich liebe Blind Channel, die höre ich sehr gerne. Leider nicht so viel gesehen, weil wir da noch unten in der Masse waren und ich leider zu klein bin, weswegen... Naja, wir dann hinterher bei Electric Call, wo dann auf die Tribüne gegangen sind und da konnte man auch sehr gut sehen und sehr gute Aufnahmen machen, auf jeden Fall. Ja. Und ja, im Ganzen. Fazit. Auf jeden Fall ein sehr geiler Abend. Ich bedanke mich bei allen Leuten, die dabei waren. Es war auf jeden Fall sehr cool. Ich habe auch ein paar nette, liebe Leute kennengelernt. Beziehungsweise kennengelernt, getroffen. Da sind super tolle Leute gewesen, die einfach mal rausgehauen haben, von wegen, dass sie einen Style toll finden. Stimmt. Und ihnen diese, jenes gefällt. Ich bin auch einfach zu den Leuten hingegangen und habe denen gesagt, ey, mir gefällt das mit deiner Frisur, dein Make-up voll. Ich liebe das einfach. Es ist einfach ultra sympathisch. Also Leute, mal ein Kompliment machen, tut keinem weh. Nee. Und freuen sich die Leute immer drüber. Also wenn ihr irgendwelche Leute seht und das, ihr findet den Style cool, geht hin und sagt, ey, coole Mütze, cooler Style, cooler irgendwas, keine Ahnung, dann passt das schon. Ja, auf jeden Fall mein Highlight war, dass Kalle noch da war. Kalle, oh ja. Das war natürlich mega geil, dass der noch aufgetaucht ist, weil eigentlich hatten wir Informationen, dass der nicht mehr dabei sein sollte. Genau. Aber er war dann doch noch mit dabei. Es haben uns sehr, sehr gefreut, beziehungsweise auf jeden Fall mich. Und also mein Highlight, das beste Lied war meiner Meinung nach Spaceman. Es ist von Electric Callboy mein absoluter Lieblingssong. Was war bei dir so? Oh, ich fand das mit Spaceman tatsächlich auch ziemlich gut, dass die das selber gesungen haben. Das war mal... Anders, ich persönlich finde, es klingt sogar besser, wenn die das selber singen und nicht mit dem anderen. Mit Finch, ne? Genau.
Aber auch mit Hyper, Got the Move, Pump It und allem. Ich mag die neuen Lieder alle sehr. Und dann haben wir ja natürlich auch noch am Ende ganz kurz den Kevin erwischt. Alles in allem, daher, dass wir sehr spontan zu dem Konzert gegangen sind, war es doch sehr cool und entspannt. War ein schöner Abend. Oh yeah, der war es. Das Essen ist fertig. Unser Essen ist fertig, Ira. Jetzt erstmal gleich richtig schön snacken, Alter. Oh, da sehe ich mich aber so richtig, Ira. I'm a spaceman, got a rocket on my back. Spaceman, oh, I'm raving like a maniac. Spaceman, got a rocket on my back. The universe is down for my rave attack.